Hi, ich bin die Silke und das ist der Theo. Und heute geht's um Kriechen, Krabbeln und wie ihr euch sonst noch fortbewegen könnt. Wie ihr alle wisst, gibt es verschiedene Art und Weise, sich fortzubewegen. Und ein typisches Parcoursspiel ist bei uns die Evolution der Fortbewegung. Und der Theo zeigt uns jetzt schon mal, wie man sich zum Beispiel fortbewegen kann ohne Füße und ohne Hände. Let's go, du Wurm. Ja, jetzt benutzt er langsam seine Arme und seine Beine kommen auch dazu. Und jetzt sieht er aus wie eine Eidechse, eine geschmeidige Eidechse. Das ist definitiv ein Affengang. Und jetzt haben wir, oh, das nennen wir den Animal Walk. Und man sieht hier super schön, dass er seine Knie gar nicht aufsetzt. Das Ganze lässt sich auch rückwärts machen. Und das ist eine Krabbe. Eine drehende Krabbe. Ein Trampeltier. Und jetzt kommt der Theo zurückgelaufen. Und da sieht man auch super schön, er läuft auf den Ballen. Sehr gesund. Das war unser Evolutionsspiel. Seid kreativ, probiert mal Sachen aus. Vielleicht erfindet ihr irgendwas Neues, wie man sich fortbewegen kann. Die ganzen Fortbewegungen könnt ihr jetzt natürlich auch auf ein Fangenspiel übertragen. Und zwar nehmen wir zum Beispiel den Affengang. Wir gehen runter auf alle Viere und spielen einfach Fang. Das ganze Fangenspiel kann man natürlich jetzt auf verschiedene Art und Weisen variieren. Ihr könnt die Regeln verändern, ihr könnt die Fortbewegungen verändern und. Seid kreativ. Als nächstes könnt ihr beweisen, wie stabil ihr seid. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Der Theo geht jetzt runter auf alle Viere und ich versuche ihn immer wieder aus der Balance zu bringen. Und er muss standhaft bleiben. Stark, überall. Ihr könnt doch die Hände mal kurz wegnehmen. Zack, sehr gut. Und wenn die andere Person euch zu sehr auf die Nerven geht, dann geht dem auch mal auf die Nerven. Okay, genug gekrabbelt. Jetzt seid ihr dran. Let's go. Wow!